diese Präsentation funktioniert nun soweit und sie ist auch recht gut leserlich, aber vielleicht etwas gar nüchtern mit dieser schwarzen Schrift auf weißem Grund. Und PowerPoint gibt dir im Reiterentwurf verschiedene Optionen, wie du die Gestaltung noch etwas freundlicher machen kannst. Wenn du da die Entwurfsvorlagen oder auch Designs aufklappst, so siehst du verschiedene Vorschauen, wenn du darüber fährst, sind nicht alle gleich gut geeignet. Diese hier wäre vielleicht noch witzig, weil es so ein bisschen nach Ausstellungsraum ausschaut. Allerdings siehst du auch, dass das Bild sehr klein angezeigt wird und wir möchten ja die Bilder des Malers ins Zentrum stellen. Es gibt aber auch solche, die dann sehr ungeeignet sind, die sehr technisch wirken oder so starke Muster haben, die vom Inhalt ablenken. Gerade dieses Beispiel, wenn ihr jetzt diese Einzelbilder anschauen, das ist ja nicht wirklich brauchbar. Mit Steuerung Z mache ich das wieder rückgängig und ich zeige dir nun, wie du so einen Hintergrund auch manuell einrichten kannst, sehr dezent in diesem Fall. Und zwar hätten wir hier schon die Varianten, die PowerPoint vorschlägt. Und hier hast du den Bereich Hintergrund formatieren. Du kannst über dieses Eimer-Symbol eine Farbe auswählen. In diesem Fall wählen wir jetzt aber einen Farbverlauf. Der Vollständigkeit halber seien auch noch die anderen Bereiche erwähnt. Du kannst auch ein Bild als Hintergrund wählen. Macht hier wenig Sinn. Dann Musterfüllung, so für einen tapetenartigen Hintergrund. Nun dieser Farbverlauf. Der wird da automatisch mal durch einen Vorschlag bestückt und dieser Verlauf hat da ganz viele Teilfarben. Eigentlich wollen wir ja nur von weiß nach hellblau. Ich wähle also diese Endfarbe aus über das Eimer-Symbol. Das soll nun hellblau sein. Und um jetzt das zu kehren, kannst du diese beiden Endpunkte des Verlaufs austauschen. Eine andere Möglichkeit wäre da, den Winkel zu verstellen. Wie du bei den Miniaturen siehst, ist jetzt dieser Verlauf nur für die aktuelle Folie ausgewählt. Wenn du das für alle übernehmen möchtest, dann tippst du hier für alle übernehmen und sogleich hat die ganze Präsentation diesen Hintergrund.